Müssen jetzt irgendwie das eine Rad da in Betrieb bekommen. Müssen wir das jetzt wieder umlenken? Geht das? Nicht dahin. Weg. Ne, das muss wohl so. Na gut. Eine Schachfigur. Ah, Moment. Das Symbol gibt es hier dran. Was ist das? Zack. Okay, wir brauchen aber noch eine zweite. Die müssen wir fertig drehen oder aus der Drehmaschine rauskriegen irgendwie. Singles Day? What? Was ist denn ein Singles Day? Das Teil wird von der Maschine fixiert. Ja, das ist richtig. Wir müssen das halt hier irgendwie. Da ist was. Das bekomme ich von Hand nicht auf. Irgendwie müssen wir dieses Rad da in Bewegung kriegen. Wer auch immer sich den wieder einfallen lassen hat. Hätten wir vielleicht erstmal da ein bisschen dran rum. Ach, guck mal, der Zündstein. Hätten wir hier vielleicht erstmal ein bisschen dran rumfummeln sollen. So. Der Zündstein. Der kommt doch hier irgendwo hin. Da. Reicht das? Ist jetzt an, oder was? Nein! Weil wie Valentinstag nur halt für Singles. Okay. Flip. So. Achso, hier an. Anfackeln, oder? Hier mal schön warm drin machen, nur. Ach, das geht wieder runter. Schade. Gut, Problem. Unser jetziges Problem ist, wir haben keine Gegenstände. Morgen Hochzeitstag. Das ist ja schön. So, falls jetzt jemand irgendwelche Ideen hat, raus damit. Ich werde mir nochmal hier die komische Kiste angucken. Ob ich da noch irgendwas dran finde. Wer sonst noch irgendwelche Ideen hat, immer her damit. Hier haben wir noch was gefunden.
Ach, okay, ich hab I understand. I understand. Achso, dann macht er alle wieder. Naja. Ich glaube, das war von eben gar nicht mal so schlecht. Oh Mann, jetzt fühle ich mich wieder richtig dumm, ne? Ich muss auf jeden Fall diese Steine nach links kriegen und diese Steine nach rechts kriegen. Und die wandern immer ein oder zwei nach rechts. Kommt drauf an, wie sie liegen. Springen auf ein leeres Ding. Ist ein anderes dazwischen, wo ich die nicht überspringen, aber. Ja, das habe ich verstanden. Ja. Frage ist nur, die können nicht zurückgehen. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ey. Das ist der Wahnsinn. Oh Mann, ey. Eine Metallform. Diese Metallform passt hier unten rein. Das heißt, wir kriegen das erste Glühbirnchen an. Zack. Und jetzt dreht sich hoffentlich das da unten, was hoffentlich das Richtige angetrieben hat. I hope. Ja, das dreht sich. So. Ein Metallbarren. Schön ins laufende Messer reingegriffen. Jetzt können wir uns unseren ersten Schlüssel machen. Schmeißen wir dann den hier einfach rein und dann so switch. So. Jetzt male ich mir das schon wieder auf. Die drei Schlüssel möchte ich heute gerne noch fertig machen. Weil die waren beim letzten Mal ein Pain in the Ass, um überhaupt dahin zu kommen. So. Warum mache ich das überhaupt so groß? Ist doch doof. Ja. Das reicht doch so groß. So.
mache ich mir die anderen gerade auch noch direkt. So. 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 Und dann der Kreis da unten dran mit dem Ding da. So. Und das Dreieck. Und wieder diese Dinger da. Und der Kreis. So. Dann geht's jetzt ab zum Schmieden. Oder fehlt uns noch hier unten was? Ich glaube, da fehlt uns noch was. Das. Das. Oder nee, das kriegen wir erst später, glaube ich. So. Zack, zack. Achso, warum ist das denn noch? Achso. Wir müssen hier Power machen. Zack. 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 Ja. Glucker. Yay! Ein geschmiedeter Schlüssel. So, diesen Schlüssel können wir jetzt hoffentlich hier reinstecken. Ohne dass er sagt, nee, wir brauchen aber noch was, wo wir mit dem festhalten können. So, was ist das? Achso. Ja. Ein kleines Verbindungsstück. Und dann ist hier geht nochmal was auf. Ah, das ist das der letzte Block, den wir brauchen. Machen wir das zuerst. Hallo? Eine mechanische Scheibe. Ah. Oh, da habe ich mich letztens, glaube ich, auch zu Tode geschoben bei dem Rätsel, ne?